Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Carbon. So, wollen wir doch mal unser zweites Massenrennen gewinnen, damit wir endlich alle Gebiete für uns haben. Ich weiß gar nicht, kann mir irgendjemand beantworten, wenn man die Massenrennen gemacht hat, ob dann noch die Crews überhaupt angreifen. Weil irgendwie in Angies Gebiet, seitdem ich das Massenrennen gewonnen habe, wurde ich dann noch nicht angegriffen. So, wir springen mal schön über den Skyline drüber. Aua. Der tat weh. So, das hätten wir. Dich servieren wir so ab. So. Wow. Nein. Du wirst mal schön hinten bleiben, mein Freund. Wow. Oh oh, kein Nitro. Braucht hier mal Kleingeld? Ich habe hier gerade ein paar Münzdinger umgesetzt. Kleingeld kann man doch immer gebrauchen. Aua. Der tat reichlich weh. So, komm schon, mein Schätzchen. Zeig's denen. Wow. Gut, dass ich leicht nach rechts gesprungen bin. Wow. Ja, ich verpasse natürlich die Hälfte aller Abkürzungen. Aber nicht diese. Genau, perfekt. So, einen Moment mal kurz. So, da sind wir auch schon wieder. Ja, nee, du bleibst hinten, mein Freund. Aua. Aua. Hi. Na, wie geht's? Ich würde mal gerne wissen, was für ein Wagen hinter mir ist, aber ich will gerade nicht gucken, weil ich mir gerade keine Fehler erlauben kann. Oh, der Corvette. Danke. Wieso lassen sie Summen, aber egal. Alter, kleben die mir am Arsch. Das ist ja unglaublich. Hab ich Honig am Arsch oder was? Tja, kommt davon, wenn man die Kurve nicht richtig erwischt, ne? So wie ich jetzt gerade.
Na, haben wir hier noch Geld? Na. Doch, da, hier. Wer braucht Kleingeld? Kleines Weihnachtsgeschenk. Für die, die nicht artig waren. Ja, ich bin nun mal so nett. Und nein, diesmal werden wir definitiv rechts fahren. Das ist die Abkürzung. Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Verzieh dich! Mein Sieg und nicht deiner. Auch wenn in gewisser Weise die Corvette. Ey! Ey! Sag mal, wollt ihr mir meinen Lack ruinieren oder was? Nee, Leute. Gegner denkt mit. Wow, aber nicht in diesem Fall. Wow. Und wir haben es jetzt endlich mal geschafft. Ja, Mann. Ja, und genau, die Corvette rast mir natürlich rein. Kommt schon. Aber das ist ein einfaches, von der sich gesehen. Ja, vorhin noch davon gesprochen, dass Angie uns hier angegriffen hat, beziehungsweise in Angies Gebiet, und jetzt greifen sie uns an. Ja. Verzieht euch. Es ist nichts für Pappnasen wie euch. Okay, ich fahre gerade irgendeine Kacke zusammen. Tue ich schon. Jo, 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 was macht der LKW hier? .381 noch erreicht. Haha. Ups. Stimmt ja. So, was machen wir? Machen wir das oder machen wir das? Wir machen das da. Weil, wenn wir das gemacht haben, dann können wir unseren Ford GT endlich auch vollständig auftunen. Hoffe ich doch zumindest. Wir wissen es. Tschüss. Ey. He's trying to pass on the right. Watch the right side. Guck ich doch schon, du Vogel. Wow. Der war doch mal gut genommen.
Yeah, first place, that's it. It's coming out strong, get on the gas! Fazide. Patrol East, be advised. Numerous complaints are being received about a speeding vehicle. Description matches a wanted driver. Minimal time delay. Vehicle was last seen northbound. Units in the area to respond. Alter, wie lange ist das her, dass wir hier schon keine Cops gehört haben? Suspect is in a black Viper. Hey, hey. Oh, da sind die Cops. Ja, ich fahr sowieso in die falsche Richtung, Leute. Ja, wie ich den Verkehr hier hasse einfach. You're going fast, looking good. Ja, komm. Das gibt's nicht. Oh, great, come on. So, geschafft, endlich. Und was schalten wir für ein Auto frei? Schäbige T500? Lol. Remaining units, be advised, vehicle went BCB, eastbound. Supervisor requesting you set up a quadrant ASAP. Units remain on code 6 status till further notice. Pursuit status has been changed to condition 3. Condition 3. Na bitteschön. Wir haben's geschafft. Wir haben jetzt wie viel? 55.000? Wollen wir doch mal sehen, ob wir ihn jetzt vollständig aufmöbeln können? Wir können ihn vollständig aufmöbeln und haben nur noch $150. Oh Gott, Hammer, Alter. Geil. So. Dann wollen wir das Ding doch auch mal sofort testen. Wir können endlich unseren Ford GT testen. Oh, hat das lange gedauert. Okay, here's the plan. We get an early lead and don't look back. Alter! Alter, hat der ein geiles Handling, der Ford GT. Haha! Er hat einfach nur ein geiles Handling. Attention all units. We've just received a report of a speeding vehicle, eastbound. I need a unit to clear and start up. Any more details on that call? Our complaint and hung up before we could get a description. Stand by, we're trying to call him back. Just clear another call. I'm headed over there. Halt die Waffe.
Gott, das Handling ist einfach traumhaft, Mann. Traumhaft. Yeah, first place, that's it. Boah, ich dachte schon, wer überholt mich jetzt? Der Wagen rutscht hier so sanft um die Kurve. Verzieh dich! Hey, he's coming after you, let's go! Wow! Okay, take that guy's right on us! Traumhaft, traumhaft, traumhaft! Wo sind die anderen alle? Naja, ist besser so. Sorry. War nicht mit Absicht oder vielleicht doch. You move fast, looking good. Gott, der Wagen ist so traumhaft einfach nur. Das war so eine geile Entscheidung, den zu holen. Beautiful. Ja, du sagst es. Beautiful. Oh Gott, ist das geil, Alter. Sprint, Circuit, Checkpoint. Wir machen natürlich den Sprint. Wir stehen kurz vor dem Ende. Und, ja. Alright, put the throttle down and don't look back. Ach ja, komm, 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 lass mich vorbei, Mann. Wo denn? Der Einzige, der neben mir ist, bist du! Wow! Traumhaft mit diesem Wagen zu fahren, einfach nur. All units monitoring. Motorist is reporting a dangerous driver that nearly ran him off the road. Suspect was last seen heading south. Can I get someone to start up that way, please? Any more details there? Caller didn't get a clear look at the suspect vehicle. Stand by for description. Log me onto that call. I'll head up that way for you. Alter, du sollst ihn nicht vordrängeln. Here we go, here we go. Genau, here we go. Ja, Mann. Boah, der Wagen ist einfach nur geil. Ey. Nee, Leute. Dafür haben wir keine Zeit. Denn unsere Zeit ist gerade mal abgelaufen. Und, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal.